eine strahlende Haut mit Gua Sha. Ist es überhaupt möglich? Ich bin Dr. Chrissy, ich bin Dermatologin und ich werde dir zeigen, wie du dieses chinesische Schabewerkzeug verwendest und welche die Vorteile davon sind. Fange mit der Stimulation der Lymphknoten, um den Abfluss von Toxinen zu fördern und die Haut vorzubereiten, bevor du mit der Massage beginnst. Dies öffnet die Lymphknoten im Dekolleté-Bereich. Stelle sicher, dass dein Gesicht und Dekolleté gereinigt sind und vergiss nicht, das Gua Sha Tool zu desinfizieren. Ich verwende hier das Babor Rejuvenating Face Oil und verteile das überall am Hals und im Gesichtbereich. Bewege das Gua Sha in aufwärts gerichteten langen, glatten Strichen und konzentriere dich auf Bereiche mit Spannungen und Schwellungen. Das Gua Sha bietet unterschiedliche Hautvorteile. Es fördert die Durchblutung, was zu einem strahlenden Tint und einem gesunden Glanz führen kann. Es regt die Lymphdrainage, um überschüssige Flüssigkeit und Toxine aus dem Gewebe abzuleiten. Es kann Schwellungen reduzieren und einen Lifting-Effekt erzielen. Durch die gesteigerte Durchblutung werden die Hautpflegeprodukte viel besser aufgenommen. Es ist wichtig, das Gua Sha regelmäßig zu verwenden, um eine allgemeine Verbesserung der Hautgesundheit und einen Lifting-Effekt zu erzielen.